Willkommen zum Abendessen. Heute gibt es Kohlrouladen für Faule. Kennt ihr das Gericht? Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zum Food Diary am Montag. Das ist hier meine Frühstückskomposition. Und zwar High-Protein-Schokopudding gemischt mit Magerquark. Getoppt mit einer Kiwi und Low Carb Kokosnussmüsli. Guten Morgen, willkommen zum neuen Food Diary. Hallo, so, das gibt's jetzt für mich zum Mittagessen: einen kalten Karamell-Soja-Kaffee und eine Scheibe Low Carb Brot mit Kümmelkäse. So, ihr habt es ewig hier nicht gesehen bei mir im Food Diary. Ich glaube, beim letzten Video oder vorletztes Video habt ihr mir sogar schon drunter kommentiert, ob der Imbissbudenbesitzer uns nicht vermisst. Und tatsächlich, der Hase hat da eben bestellt und wurde gefragt, ob es uns gut geht oder irgendwie sowas, weil wir uns so lange nicht mehr gemeldet haben. Jo, auf jeden Fall, naja, ich bleibe hier meiner Linie treu, meiner aktuellen. Und habe mir einen Salat bestellt mit ordentlich Gyrosfleisch und Tzatziki. So, good morning to my fluffy Frühstück. Das ist ein halber griechischer Joghurt, also 250 Gramm. Mit einigen Kokosraspeln getoppt, Kiwi und Mandelmus. Hallo, so, ich habe einen neuen Dip ausprobiert für Donnerstag, also für den Dip-Donnerstag. Da gibt es ja immer ein Dip- oder Dressing-Rezept auf Instagram, falls ihr das jetzt nicht einordnen könnt und euch denkt, was ist denn Donnerstag? Und zwar ist es ein Schmelzkäse-Jalapeno-Dip mit so einer Schmelzkäse-Ecke drin. Und diese Kombi ist echt mega, mega lecker. Genau, und ich glaube, da schnabbel ich auch was heute Mittag, seht ihr ja dann. Hier gibt es jetzt zwischendurch als Snack einen kleinen Riegel. Tada! Ich fabriziere einen Ratzfatz-Apfelauflauf. Wie es sich für einen Auflauf gehört, kommt das Süßchen oben drüber und gleich kommen noch Mandeln drüber und dann geht es natürlich in den Ofen. Und so geht das jetzt in den Ofen für 20 Minuten ungefähr. Und dann hat man eine kleine feine Schweinereisrezept. Gibt es auf meinem Blog schon. Ich wollte nur mal neue Fotos haben, weil das ist wirklich uralt und war mal wieder fällig. I proudly present the fertigen Ab. Jetzt wollte ich Ablauf sagen. Auflauf. Ich habe ihn gerade fotografiert und ja, der wird aber nicht jetzt gegessen. Jedenfalls jetzt nicht von mir. Ich zeige euch jetzt erstmal, was es zum Abendessen gibt, einfach so ein bisschen Durcheinander, Kleinigkeiten, Gedöns, zeige ich euch jetzt. So, Dille, und das gibt's zum Abendessen: zusammengewürfeltes Gedöns für den Hasentoast. Dies für mich Low Carb Brot. Ich habe uns hier noch einen Gurkensalat gemacht. Dann haben wir hier eine Platte mit einer leckeren italienischen Salami. Hier links ist noch etwas Fleischsalat übrig und den Dip kennt ihr ja schon. Das ist der Dip, den ich vorhin gemacht habe. Und so futtern wir uns jetzt durch den Abend durch. So, jetzt gibt es noch einen kleinen Nachtisch. Für mich eine Mini-Portion von dem Apfelauflauf mit einem kleinen bisschen Schoko-High-Protein-Eis und für den Hasen das Ganze in groß. Guten Morgen, ich muss mal wegkommen von meiner Kiwi- und Mandelmus-Sucht. Und war jetzt eigentlich nur der Kühlschrank leer. Es gibt griechischen Joghurt, da habe ich Himbeeren, tiefgefrorene Himbeeren untergemengt, die sind drin aufgetaut und getoppt das Ganze mit gerösteten Kokoschips und weißen zuckerfreien Schokodrops. Hello, ich mache jetzt meine Mittagspause und futter den letzten Rest von dem Dip auf mit einer Scheibe Low Carb Brot. Hallo, so, meine neue Keto-Abbestellung kam gerade per DHL Express. Ich zeige euch mal eben, was ich mir Neues bestellt habe. Hier nochmal zwei Low-Carb-Röstzwiebel-Baguettes. Ich friere die Sachen ja immer ein. Dann eine Low-Carb-Waffel. Auch die schneide ich durch, friere sie ein, weil da reicht mir immer eine Hälfte. Dann habe ich mir zwei Snackstangen bestellt. Die habe ich neu für mich entdeckt und die sind sowas von lecker. Wirklich richtig geil. Ähnlich wie diese Knusperstangen, die es beim Bäcker gibt, aber eben hier maximal 3% Kohlenhydrate. Und dann habe ich mir auch noch mal zwei Walnussbrötchen bestellt. Keto-Up findet ihr immer, den Link in der Infobox mit meinem Rabattcode, wo ihr dann 10% sparen könnt.
fresh from the Backofen. Ich habe euch vergessen, die einzelnen Steps mitzufilmen, weil ich das für die Insta-Story gemacht habe. Ich doof, aber es ist ein ganz easy peasy Rezept. Ein ähnliches Rezept habe ich auch schon. Gefüllte Zucchini mit Bratwurstbrät, mit Mozzarella überbacken in Tomatensauce. Ich verlinke euch das gern auf jeden Fall unter dem Video. Das ist in 5 Minuten vorbereitet. Da muss nichts vorher angebraten werden, nichts in die Pfanne, nichts im Topf, gar nichts. Einfach alles in die Auflaufform, 40 Minuten in den Ofen. Und man hat ein schnelles und sehr leckeres Abendessen. Guten Morgen. So, das habe ich mir gerade zum Frühstück gemacht. Nochmal etwas Resteverwertung. Und zwar ein High-Protein-Schokopudding mit gefrorenen Himbeeren. Die tauen da jetzt drauf auf. Kokosflocken, Raspeln, wie auch immer. Und weißes Mandelmus. Hello, ich habe mir für heute Mittag einen kleinen Snackteller gemacht. Und zwar mit der letzten Scheibe von dem Kümmelkäse, leckeren Honigtomaten und einem Stück italienischer Salami. Hier gibt es heute zum Abendessen ganz unspektakulär grüne Bohneneintopf, also Schnibbelbohneneintopf mit Mettwürstchen. Ich habe euch das Rezept mal unter dem Video verlinkt. Ganz easy peasy, aber eigentlich immer wieder sehr lecker. Happy Freitag, ihr Lieben, guten Morgen. Ich muss wieder einkaufen, denn ich habe keinen Joghurt mehr. Deswegen mangels Joghurt, Quark etc. pp. Frühstücke ich jetzt eine halbe Low-Carb-Waffel, die habe ich mir aufgetoastet. Da drauf sind gefrorene Himbeeren und ja, da die ja warm ist, tauen die gleich auf. Und natürlich mal wieder getoppt mit weißem Mandelmus. So, das gibt's jetzt zum Mittagessen. Ein leckeres Low-Carb-Brötchen belegt mit italienischer Salami. Und einem schönen Stück Käse von der Theke, das sieht jetzt wenig aus, aber das ist etwas dicker geschnitten, mit grünem Pfeffer drin. Hallöchen, willkommen zum Abendessen. Heute gibt es Kohlrouladen für Faule. Kennt ihr das Gericht? Habe ich heute zum ersten Mal gemacht. Ich habe ja schon viele Kohlrezepte gemacht, aber das ist doch noch ein bisschen anders. Und ja, ich habe einen großen Pott davon gemacht, obendrauf noch einen Klecks Creme Fraiche. Ist auf jeden Fall sehr lecker geworden und ich werde euch das vielleicht schon am Samstag, ansonsten spätestens nächste Woche online stellen. So, ihr Lieben, ich zeige euch jetzt eben noch kurz zum Abschluss, was ich heute Morgen fabriziert habe, weil ich werde es heute nicht mehr schaffen, euch weiterhin mitzunehmen und mitzufilmen. Steht noch so viel auf der Uhr. Und zwar habe ich mich an Donuts aus dem Ofen versucht und es hat super gut geklappt. Hätte ich auch echt nicht gedacht. Ich werde euch das Rezept also auf jeden Fall posten die Tage. Schaut da also gerne mal bei Instagram rein. Ein bisschen was in den Stories ist dazu auch schon online. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart und macht euch noch einen schönen Tag. Bis nächste Woche.